Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer die Rede von der Gefahr des ersten heißen Krieges nach Ende des Kalten Krieges in Europa. Aber das ist falsch. Den ersten heißen Krieg führte die NATO gegen Serbien, und zwar auch noch völkerrechtswidrig. Wir sind uns aber einig, dass es keinen zweiten heißen Krieg in Europa geben darf. Die Regierung verlässt sich gern auf Informationen der US-Geheimdienste, ich mich nicht. Ich erinnere daran, der Grund für den Irakkrieg laut US-Geheimdiensten und übrigens mit Hilfe auch noch des BND bestand darin, dass Irak unter Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte. Später wurde gesagt, nee, die hatten keine. Das heißt, der ganze Krieg, die ganze Begründung war unglaubwürdig und völkerrechtswidrig. Und jetzt haben die USA-Geheimdienste gesagt, dass bis gestern die russischen Truppen einmarschieren werden in der Ukraine. Sie sind aber nicht einmarschiert. Ich glaube, mein Misstrauen ist berechtigter als Ihr fester Glaube an diese Geheimdienste. Sie werfen Russland eine Völkerrechtsverletzung durch die Annexion der Krim vor. Das stimmt, zu Recht. Deshalb gibt es ja auch tiefgreifende Sanktionen gegen Russland. Nur die zwei von mir genannten Krieger, einmal von der NATO und einmal von einem wichtigen Mitglied der NATO, waren völkerrechtswidrig. Es gibt die Resolution 1244 vom 10. Juni 1999 des UN-Sicherheitsrates. Die gilt heute noch. Und da steht drin, dass das Kosovo eine hohe Autonomie benötigt, aber Bestandteil Serbiens bleiben muss. Und dann hat die NATO irgendwann gesagt, interessiert uns nicht mehr, wir trennen das Kosovo ab. Das NATO-Mitglied Türkei hat nicht nur seine Truppen nahe der Grenze aufgestellt von Syrien, sondern ist völkerrechtswidrig einmarschiert. Natürlich darf B nicht stehlen, weil A schon gestohlen hat. Aber wie kommen Sie darauf, dass A sich derart moralisch meilenweit über B stellen darf? Die NATO ist nicht der moralische Gott gegenüber Russland wegen einer Völkerrechtsverletzung, nachdem sie selbst oder Mitglieder der NATO vorher so oft schon das Völkerrecht verletzt hat. Nur, der Westen muss bei Völkerrechtsbruch keine Sanktionen fürchten. Russland schon. Ein gewaltiger Unterschied. Russland fordert einen Sicherheitsabstand, der den USA immer zugebilligt wird. Ich wiederhole, niemals würden die USA schwer bewaffnete russische Soldaten auf Kuba und in Mexiko zulassen. Warum billigen Sie Putin keinen Sicherheitsabstand zu? Ich verstehe es nicht. Und Putin steht auch unter Druck. Und wissen Sie auch, weshalb? Von einem Tag zum anderen wurden 27 Millionen Russinnen und Russen beim Zerfall der Sowjetunion zu Ausländerinnen und Ausländern. Von einer Mehrheit wurden sie zu einer Minderheit. Und ihnen werden keine gleichen Rechte und keine Chancengleichheit gewährt. Fängt schon an bei der Staatsbürgerschaft. Viele haben kein Wahlrecht. Und die vorhergehende Regierung hat nicht einmal dafür gesorgt, die diplomatischen und andere Beziehungen zu nutzen, um eine Chancengleichheit und Gleichberechtigung gerade für diese Russinnen und Russen herzustellen. Das werfe ich ihr vor, wie den anderen westlichen Regierungen aus. Sie sagen, Russland denkt in alten Kategorien von Einflusssphären. Aber es war doch die NATO, die entgegen einem Versprechen von 1990 14 Staaten in Ost- und Mitteleuropa aufnahm, also die eigene Einflusssphäre deutlich erweiterte. Die NATO denkt in den alten Blockkategorien, der Westen gegen Russland und China. Übrigens hat Russland nach Herstellung der deutschen Einheit über 100.000 Soldaten aus Deutschland abgezogen. Die Bundesregierung dagegen hat immer mehr Soldaten in andere Länder entsandt. Ich nenne beispielhaft nur Litauen, Mali, Kosovo. Der US-Politologe John Mearsheimer sagt jetzt, die NATO hat mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt. Natürlich kann jedes Land im Rahmen seiner Souveränität selbst entscheiden, ob es Mitglied der NATO werden will oder nicht. Aber die NATO muss ja nicht jedes Land aufnehmen. Die CDU-Forderung nach Geschlossenheit des Westens ignoriert die vorhandenen Interessengegensätze zwischen den USA und Europa. Die USA und wenige europäische Staaten und auch die Grünen wollten ja nie Nord Stream 2. Und man darf die jetzige Situation nicht missbrauchen, um dieses Ziel auf anderem Wege zu erreichen. Herr Kollege, übrigens frage ich mich, was die USA Nord Stream 2 angeht. Also, wir müssen weg von der Konfrontation, von Sanktionen, von Aufrüstung und Eskalation. Wir brauchen das Gegenteil. Oh, europäische Sicherheit gibt es weder ohne noch gegen Russland.